Mit dem S zu dem Urenda vor allem. Moin. Wer kennt ihn? Schreibt mal in die Kommentare, wer den S zu dem Urenda kennt. Einfach mal die Leute grüßen. Es ist natürlich mieses Wetter heute, ganz, ganz mieses Wetter. Ja, und da hinten ist auch der JP noch mit am Start. Hier, du bist JP, doch, du bist Movo, ne? Ja, ganz bestimmt. Hier auf der linken Seite wurde eine Dame ermordet. Ehrlich jetzt? Jo. Kein Scheiß? Ja. Alter. Jetzt ohne Witz. Die 142 ist hier witzigerweise auch mit Kabelbindern zugemacht. Und hier wurde jemand ermordet. Da, in dem Garten. Ja, ist aber eine krasse Story, Leute. Alter, witzigerweise ist hier auch das Ganze irgendwie gar nicht so richtig erkenntlich, ob das mal zwei Grundstücke waren. Da ist irgendwie nochmal so ein Zaun. Alter, und wo wurde die hier gefunden? Wir finden uns jetzt hier quasi, das ist hier völlig spontan und ungeplant. Alter, ist das eine Messi-Bude. Hier liegen tausend Sachen rum. Hier wurde mit Axt eine Frau ermordet. Hier in diesem Haus. Und das Haus hat dann aber anschließend anscheinend auch gebrannt. Da vorne ist noch so ein Stuhl, der da hängt. Boah, hier hat es aber richtig ordentlich gebrannt. Kein Polizeiabsperrband. Das hier war mal so eine Mordstelle. Boah, heftig. Ich will da jetzt auch nicht weitergehen. Weil da hinten sieht es auch schon wieder irgendwie eher benutzt aus, das Ganze. Es ist nur dieser vordere Teil. Alter, boah, ist das voll geranzt hier. Eieieiei. Oh, oh. Das war auf jeden Fall nicht schön gewesen. Ja, das glaube ich. Wie gesagt, ich kannte die ja persönlich. Echt, ja? Ja, ein paar Tage vorher war der Typ auch noch bei uns drüben im Garten gewesen. Alter, und der hat sich und einfach... Sie auch. Ey, das da vorne ist doch auch lost, oder nicht? Leute, was also, war denn hier los? Jetzt ist hier einfach auch was lost. Hier ist auch Absperrband. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich triste Angelegenheit hier irgendwo, wenn man das so sieht, dass hier früher mal Familien waren und hier so schöne Tage im Garten gefeiert haben und dann das Ganze irgendwie ja, komplett dem Bach runtergeht. Ich habe das alles hier sogar auch live mitbekommen. Wie das hier... Vorne ist der Garten von meinem Vater, der ehemalige, und dort war ich als kleines Kind auch schon gewesen und wir haben sogar noch Videos davon. Also bist, kannst du hier natürlich absolut nicht vergleichen, wie es jetzt aussieht. Bist du Zeitzeuge quasi? Ja, in etwa. Es ist hier genau das gleiche Theater. Die müssen halt alle weg, kümmern sich dann so langsam darum, dass das alles hier aufgeräumt wird. Hier war alles mal voll mit Grünkohl vielleicht in den Gärten und so weiter. Die haben hier sämtliche Sachen irgendwie ja, angebaut und jetzt ist das hier alles irgendwo bald verlassen. Und jetzt wird es hier tatsächlich auch so ein bisschen windig an der Stelle. Also hier die Drohne fliegen zu lassen, wird hardcore. Take off! Alter! Okay. Ich bin gerade schon mal drin geflogen. Ja. Okay. Ist das schwierig? Alter, wo geht denn die hoch? Irgendein Joypad. Ich weiß nicht, links oder rechts. Steuerung! Oh, der Akku ist fast leer. Was? Ich würde sagen, der Akku ist leer. Die ist abgestürzt, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, die ist doch gerade hochgegangen. Nee, Verbindung ist weg. Was für Verbindung ist weg? Erklär mir das, ich bin nicht mal 30 Meter weg. Verbindung nicht verfügbar, es kann sein, dass der Akku durch ist. Hä? Ist okay, Leute, Absturz 1 erfolgreich. Ich habe nicht mal gerafft, wie die hochgeht. Die kommt gegen den Wind nicht mehr an. Die hier auch ganz schwer. Das war's auch komplett. Ey Leute, was war das für eine Tour hier? Ey? Das ist auf jeden Fall mindestmäßiges Wetter. Wir hatten jetzt hier einen kleinen Lost Place mit Kleingarten. Oh, da hinten kommt jemand relativ schnell auf die Jungs zugerannt. Mal gucken, was jetzt da abgeht. Ach Mensch, du bist es! Ja klar, Alter. Ja, wie wohnst du hier? Oder? Was ist das denn? Kommt hier einfach jemand vorbeigeschneit? Ja, ich habe dich jetzt gar nicht erkannt. Geil. Ja. Ja, du warst ja noch nie mit mir unterwegs, wa? Nee, das muss geändert werden. Ja, ne? Jetzt bist du ja gerade mit mir unterwegs. Genau. Herzlich willkommen am NDR. Mein Name ist der Peter Bohnenkopf und ihr seid mit dabei. Leute, ich glaube, ich gehe auch schon wieder offline. Das reicht hier jetzt als kleine Einheit, oder? Ja, ich denke schon. Ja, ich würde auch sagen. Lasst euch. Ciao, ciao. So, jetzt muss ich halt nur auskriegen hier den Hasen. Zack. Tschüss.